Sie küren immer auf dem Parchimer Stadtfest ihre Besten. Etliche Schützenvereine des Kreisschützenbundes Ludwigslust-Parchim kamen vor der großen Bühne zusammen, um König und Königin zu küren. Beim Königsschießen vor einem Monat in Lübs hatten sich Meta Durchert aus Lübs und Thomas Dormann aus Poltnitz durchgesetzt. Wir haben 10 Schuss abgegeben, das ist relativ wenig eigentlich für einen Wettkampf. Und wer die beste 10 geschossen hat, der gewinnt. Also zum Beispiel mit der letzten 10,9 musste man dann schießen, um zu gewinnen, genau. Ja, wir müssen jetzt zu den Schützenbällen, müssen wir antreten, zu anderen Vereinen fahren, einfach präsent zeigen. 3 Tage lang ging es bunt zu in der Parchimer Innenstadt. Riesenrad vorm Rathaus, Karussells, natürlich alles Mögliche für die leibliche Verpflegung wurde geboten. Wer konnte, kühlte sich irgendwie ab, denn das Wetter meinte es 3 Tage lang gut mit den Parchimern. Über das Wetter, da kann man, glaube ich, überhaupt nicht klagen. Also 3 so bombastische Tage hier zum Stadtfest, das hat man, glaube ich, lange nicht mehr. Wunderbar. Neu war der Mittelaltermarkt an der St. Georgenkirche. Hier spielte unter anderem Freiklang auf. Die Truppe spielt seit 2011. Mit dabei Jenny Ohnefähr, Herr von Schalk, der Spielmann, Paul P. aus K. am See und René. Freiklang, wie der Name schon sagt, freier Klang. Also die spielen irgendwie ein Stück an, Paul und Christian, aber dann klingen sie aus und dann spielen sie frei. Die Leute erkennen manchmal den Titel, das ist richtig. Aber was dazwischen ist, deswegen sagen viele, oh, den kenne ich, aber so wie ihr den gespielt habt, habe ich den noch nie gehört, weil das ist dieser freie Klang. Ja. Aber das machen der Christian ganz toll und der Paul natürlich, die Spieler. Wir sind ja die Trommler. Die größte Attraktion des Parchimer Stadtfestes waren Weltstars der Hochseilakrobatik. Die Geschwister Weisheit aus Gotha ließen gleich 3 Motorräder auf den Seilen tanzen. Und auf den Motorrädern wurden dann auch noch Kunststücke vorgeführt. Die 2 Räder waren natürlich so gesichert, dass sie nicht herunterfallen konnten. Die Show der Truppe ziemlich spektakulär. Auf dem Ziegenmarkt erreichten die Akrobaten bis zu 70 km/h in 12 Metern Höhe. Ja, in der Tat hat jeder Platz seine eigenen Herausforderungen. Wir haben selten freie Wiesen und Felder, auf denen man sich da völlig irgendwie ausfalten kann. Ja, wie gesagt, hier ist es sehr eng, das stimmt, das haben Sie gut beobachtet. Es war an der Hausecke relativ knapp, da musste man dann sehr aufpassen, vorsichtig fahren. Und so gibt es wieder auf jedem Platz andere und neue Herausforderungen. Apropos Herausforderung, Alexander selbst hatte noch eine zu bewältigen. In 62 Metern Höhe auf einem schwankenden Antennenmast einen Handstand zu machen, erfordert ganz sicher richtig starke Nerven. Man kann sich das so vorstellen, dass nach einiger Zeit des Übens, also das heißt nach 3-4 Jahren, die man braucht, bis man die Nummer oben zeigen kann, die man also Trainingszeit benötigt, dann auch die Nervosität und die Aufregung nachlässt, sodass man ruhig genug sein kann, um oben seine Arbeit sicher machen zu können. Zurück auf dem festen Boden. Viele Parchimer Vereine, wie hier die Tanzsportgarde, machen das Stadtfest zu ihrem Stadtfest. Sie können sich präsentieren und nebenbei vielleicht noch den einen oder anderen Mitstreiter gewinnen. Ich glaube, es ist der Mix aus allem. Ich glaube, es ist für alle etwas dabei. Und es ist auch eben schön, dass sich viele Parchimer Vereine, Gruppen, Zusammenschlüsse hier auch präsentieren können. Ob es die Angler sind, die Feuerwehr oder die verschiedenen Musikgruppen, die es hier im Parchim gibt oder so. Und sie haben alle eine Möglichkeit, sich hier am Publikum zu präsentieren. Und ich glaube, das macht es aus. Schon jetzt beginnen die Verantwortlichen mit der Planung für das Parchimer Stadtfest 2019. Wer auch immer dann als Attraktion zu Gast sein wird, 3 Tage Trubel in der Eldestadt sind garantiert.